Hi meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge bei unseren Royals. Ich habe gerade Rechnungen bekommen für unser Grundstück, die ja, sich sehen lassen können, würde ich sagen. Die müssen wir auf jeden Fall nachher bezahlen. Ich hoffe, das vergesse ich nicht. Wir sind noch wie beim Livestream stehen geblieben. Hier in diesem Trainingslager, oder wie man das auch immer nennt, mit Wirbelwind, mit dem Pferd. Und ich würde sagen, wir steigen mal auf und machen noch ein bisschen Training hier. Gerade mittags, das ist eine gute Zeit. Sie möchte nicht. Möchte nicht oder sie kann nicht? Wieso kann sie nicht aufsteigen? Hier hingehen. Ah, jetzt, ne? Doch. Intensiv trainieren. Ja, wir haben keine Zeit zu quatschen. Geh mal aus dem Weg, bevor wir dich übertrampeln mit unserem Pferd. Der Wirbelwind ist ja ein bisschen hier nicht so zu einzuschätzen. Gut einzuschätzen. Machst du denn jetzt mal das, was ich dir hier... Die macht nichts. Ja. Schön. Wir warten dann hier. Unterdessen kann ich euch erzählen, dass ich trotzdem, dass so viel los war, ein bisschen verfolgt habe, was so bei Live by You los war. Und ich sehr, sehr, sehr begeistert bin, was die bisher in den Videos gezeigt haben an Einstellungsmöglichkeiten. Und dann Gameplay finde ich richtig, richtig cool. Und ich freue mich unglaublich und hoffe einfach, dass es nicht so stark verbuggt ist, wie Sims das ist. Weil das nervt inzwischen wirklich unglaublich. Unglaublich. Mit jedem Spiel wird es irgendwie schlimmer. Geht's jetzt? Macht's jetzt? Jetzt macht's jetzt. Das war lustig. Mit jedem Erweiterungspack wird das irgendwie noch ein bisschen schlimmer als nie. Total. So, dann lasst mal sehen, ihr zwei. Sie ist ja schon sehr gut im Reiten, ne? Ach, halt hier. Dann hier reiten. Stufe 7, also schon sehr, sehr gut. Die muss sie selber erst hinzufügen, okay. Wir machen hier mal ein Foto von den beiden. So. Oh, da wollte er wohl nicht. Kommt vor, ne? Okay. Muss sie dazu jetzt absteigen oder kann sie das auch so machen? Was meint ihr los? Yeah. Ja, jetzt ist es ja wieder weg. Ich wollte doch hier noch so eine, genau, so eine Sprungstange und dann intensiv trainieren. Lasst mal sehen, was ihr könnt. Gibt aber nur für Fortgeschrittene, oder? Kann man dann noch eine dritte hin? Die ist nicht. Ich glaube nicht. Ich
Beweglichkeitsfähigkeit erworben. Ach so, Wirbelwind. Ja, toll. Schön. Doch gut. Schadet nicht so ein bisschen, ne? Nee, auch cool, dass er das dann so anstoßen kann und so. Ganz niedlich. Schön gemacht ist es ja, also. Ne? Ja. Fotomüdigkeit, ja. Oh, das Mädchen, wie süß sie denn? Kann sie dann Autogramm geben? Ja, tatsächlich. Die ist süß. Das finde ich süß. Und freundlich vorstellen. Oh, wie sie sich freut. Ist das süß? Sogar ein Schwarz-Weiß-Foto. Hm? Sehr cool. Sehr schön. Und dann wieder nach Hause. Na? Dann. Gut. Ja, sie kann natürlich auch laufen. Macht eine Kaiserin auch so. Oh Mann. Bin jetzt gespannt, ob Wirbelwind mitgekommen ist oder ob wir den erst zu uns rufen müssen. Ja, 100 Jahre später. Aber Wirbelwind ist dabei. Das ist schon mal sehr gut. Ah, hier und der Franz ist auch da. Ja, Franz Josef. So, sie muss erstmal zur Toilette. Dann würde ich vorschlagen, erstmal hier nach oben. Dann eventuell noch was essen. Der Franz kann hier noch ein paar historische Fakten studieren. Nachrichtenbox prüfen, ansehen, ansehen. Alles servieren. Würde das gut finden, wenn man das immer so automatisch machen könnte. Ohne, dass sie dasselbe machen müssen. So, ne? Einfach drücken und dann ist das serviert. Ich glaube, das ging bei den Vorgänger-Sims so. Zumindest Sims 2 oder so, meine ich. Aber gut. Hat er dann Korrespondenz? Oder... nicht. Wirklich. Wilde magische Bohne. Nachdenken. Doch auch ein guter Job. Und dann kann er sich nachher mal seiner Frau widmen. Weil wir möchten ja einen Thronfolger haben. So. Okay, also sie kann hier was essen. Ein Gericht nehmen. Und er, hat er Hunger? Nur er kann ja auch hier, ne? Ein Gericht nehmen. Kann die Entwicklung der omiskanischen Bildhauerei in diesem Stück erkennen? Der Künstler hat sich dieses Konzept zu eigen gemacht. Ja, das ist toll. Aber sie kann sich ja dann trotzdem noch hinsetzen. Zusammen mit ihrem Mann. Ja, meinetwegen. Die Spaßvögel, die zwei, ne? Zuwendung, Zuneigung.
Okay. Na komm. Meine Liebste. Ach so, ihm, okay. Und dann würde ich sagen, Baby machen mit Elisabeth. Sieht's denn hier so aus an der... Ach ja. Und die werden sich schon um sich selbst kümmern, würde ich sagen. Der Karl Ludwig. Um Teenager. Das ging schnell hier. Wo ist denn der Ferdinand? Ach ja, das erinnert mich an die Rechnungen. Haben wir hier überhaupt... Ach, hier haben wir... Rechnung bezahlen. Wash, Tombra Bokaro, Meshka Craney, Wabara Zimray, Yebani, Pashushi, Snake. Kann ja auch jemand anders, soll doch ihr bezahlen, oder? Beiden sind ja noch. Du störst. Oh, so. The Samba. Far pass as an Hello, day, Rob. Disobey my beam. Ah. Ach so, wird das gar nichts hier? Baby machen. Baby machen, Baby machen. Oh, dem Wirbelwind geht's aber nicht so gut. Wo ist er denn? Na, wieso geht er denn nicht? Kümmert sich hier denn keiner um die Heuraufen oder um die Dinger hier? Ach so, ne? Man kann hier auch. Man kann hier auch hier Dings anrufen. Oder? Da muss ich jetzt kurz gucken. Das ist ein bestimmten Service. Ranch-Hilfe. Wir haben ja keine Ranch, aber das ist ja. Na, hoffentlich wird das jetzt mal was. Könnt ihr gleich nochmal nachlegen hier. Gucken wir mal gleich. Schwangerschaftstest machen. Eigentlich wollte ich mich ja überraschen lassen, ne? Aber... Juhu! Für zwei Essen! Wie toll! Achso, halt. Wie toll, wie toll! Die bekommen ein Baby! Juhu, juhu, juhu! Juhu! Ich habe gerade gesehen, dass ich versehentlich Pause gedrückt habe. Ich weiß jetzt nicht, was, wie lange das überhaupt gelaufen ist. Ich habe hier eine Überdachung gemacht für die Pferde. Und habe das angepasst an das Dach, das wir auch hier am Schloss haben. Und die Elisabeth macht sich gerade auf den Weg. Immer denn? Macht sich gerade auf den Weg. Bett, weil sie schon ganz schön müde ist und sie ja jetzt ein bisschen mehr auf sich achten muss. Und sie wird eh bald wieder aufstehen müssen, weil sie Hunger bekommt. So, sie kann sich hier noch was zu essen nehmen. Und dann dürfen die auch mal alle langsam ab ins Bett. Da ist alles kaputt, ersetzen. Wofür hat man Personal? Wenn sich dann niemand drum kümmert. Kann das noch verwenden und dann auch schlafen. Und er nur kann auch mal schlafen gehen, würde ich sagen. Dass alle mal ins Bett kommen, dass die mal so ein bisschen einen Tagesrhythmus wieder haben. Wirbelwind ist traurig. Ist das doof? Ich sehe nicht wieso. Die sind alle traurig. Und er, oder wie ist das? Das ist der Moritz. Na, Topas. Er hier.
Nur eine Dame, oder? Hengst? Ein Hengst. Tatsächlich nur eine, nee, zwei. Wirbelwind ist eine Stute. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja. Egal. Ist er zwar eigentlich nicht, aber egal. Das habe ich nicht gesehen. Wieso habe ich das nicht? Da habe ich überhaupt nicht aufgepasst beim Erstellen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, das geht alles unfassbar langsam. Ich skippe mal zum Morgen. Bis gleich. So, es ist fast 4 Uhr morgens. Der Franz ist schon wach. Der ist schon bei seiner Mutter. Da kann er ja hier gleich mal was essen und sich dann auf den Weg in sein Büro machen. Und ein bisschen historische Fakten studieren. So, die Elisabeth wird auch bald wach sein. Sie ist nämlich schon ausgeschlafen und hat aber einen Riesenhunger. So, wir müssen das hier mal. Hier, räumt das mal. Wo ist denn hier Personal? Wo ist denn unser Butler, wenn man ihn braucht? Doch doof, oder? So, und sie kann dann Essen servieren. Dann machen wir doch nur frittiertes Gemüse. Und dann kann sie gleich mal zur Toilette gehen. Oh, wie schön sie aussieht, oder? Das ist doch ihr. Oh, wundervoll. Hätte hier gerne mal ein Bild davon. Upsi. So, und dann kann sie sich ein Gericht nehmen. Lust auf draußen. Verpasste Gelegenheit. Okay. Sie möchte nach draußen. Sie hat Morgenübelkeit. Die tut mir sehr leid. Und sie hat Hunger. Hunger ist beim Essen ist bei Morgenübelkeit tatsächlich eine sehr gute Idee. Ich hatte auch Morgenübelkeit. Ich hatte die aber den ganzen Tag, die ersten 3 Monate. Und mir hat Essen immer geholfen. Also während dem Essen hatte ich keine Übelkeit. Die kam zwar nach dem Essen gleich wieder, aber entsprechend habe ich sehr gerne gegessen in der Zeit. Ich glaube, da ist aber auch jeder irgendwie anders. Es gibt ja auch Frauen, die sich da sehr stark übergeben müssen. Ich glaube, da macht Essen dann nicht so viel Spaß. Ja. Konnte aber auch nicht alles essen. Biberg war das sehr gut. Null gesund, aber hat sehr gut getan. Er kann zur Arbeit gehen. Dann ist er wenigstens aus dem Haus. Oder? Gute Idee. Also ich würde mich tatsächlich auch hauptsächlich um die Elisabeth kümmern. Die anderen können ja so mitlaufen, das stört ja auch nicht. Aber um die geht ja eigentlich auch. Um sie und um Franz Josef. Die anderen sind halt mal Teil dieser Familie, ne? Kann man nicht ändern. So, dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass es ihr bald besser geht. 3 Stunden dauert die Morgenübelkeit. Sie hat auch gar nicht aufgegessen, oder? Ach ja, sie. Und dann die Outfits ändern. So, was möchten wir denn für ein schönes Outfit? Das hier. Und dann kann sie gleich mal nach unten gehen zum. Oh. Aufschließen. Aufschließen. Und aufschließen. Pferdepflege. Oder Halskraulen. Was ist los? Freundlich über Sozialleben reden. Franz Josef ist zur Arbeit.
Ein bisschen schade. Fühlt sich un... Okay. Weil langweilig. Dann... Ach, sie kann auch gar nicht reiten, solange sie schwanger ist. Spannend. Okay, aber dann würde ich tatsächlich gerne hier ermutigen. Okay, nicht. Ha, der Ball. Pferd bitten zu spielen. Schläft er auf dem Boden. Ach nö. Anormalu! Galimpo! Stuhl! Oh. Oh, Ogrobo! Na, was ist denn jetzt? Una, that's a toy. Aufschließen. Hab ich doch schon, oder nicht? Okay, wir versuchen es noch. Ja, Bimenek! Nee. Sie möchte nicht. Na gut, dann eben nicht. Was ist mangelhaft? Bei allen mangelhaft. Oh no. Bitten wir eben die Rosalie zu spielen. Ranch-Hilfe. Ja gut, dann mach mal. Oh. Ich habe aber hier aufgesperrt, oder? Ja, weil es schließlich in der anderen Tür. Na gut. Muss sie selber wissen. Muss sie selber wissen. Oh, muss ich mich dran gewöhnen, dass das eine Stute ist. Okay, na dann. Hier ist kalt. Ach ja, tatsächlich. Na dann ziehen wir doch mal ein Outfit für draußen. Freundlich, was ist los? Debattieren, wer die Zügel in der Hand hält. Kann man das debattieren? Zum Trainieren ermutigen. Er braucht ja nur spielen. Ja, okay. So. Ludwig ist zur Schule. Na, Freundschaften schließen kann er doch mal, oder? Wahrscheinlich schwierig, wenn man... Oh, ihr geht's aber nicht so gut.
Kann sie spazieren gehen? Habe ich die Mod? Glaube nicht. Nee, in die Wolken schauen kann sie. Joa. Dann suchen wir uns mal eine andere Beschäftigung, würde ich sagen. Was kann sie denn noch machen hier? Ach ja, hier ist dann irgendwann ihr Apartment. Da können wir uns dann mal was einfallen lassen. Weil die ja dann gar nicht mehr miteinander im Bett schlafen. Selbst motivieren, sich frisch machen und Rede üben. Ist vielleicht eine ganz sinnvolle Beschäftigung. Rückzahlung. Supi. Geldprobleme haben sie auf jeden Fall nicht. Das steht schon mal fest. Okay, was ist hier los? Zur Arbeit gehen. Nervous babe. Tabana Ina. Panil. Ball Draga. Oh, Jongi. Phoebe. Phoebe. Geht ja wohl nicht so gut. Aber sie war ja gerade erst draußen. Zählt das nur, wenn sie direkt in der Natur reiten oder so? Vielleicht. Müsste er nicht zur Arbeit? Ach, Rede üben muss er. Dann machen wir das doch mal. Den Spiegel hier, ja. Rede üben. Oh, Zilnoi. Ooks. Zalbosiba. Zubatube. Love Zubi. Blarkin Moosh. Inja, Inja. Javi. Yebu. Panka. Fazi. Fazik Fazur. Rix. Schwabi Frong Fanaj. Ponka, Philon Flarbin, Toby. Ich bewundern. Sie könnte auch ihre Mama mal anrufen. Oder besuchen. Brapna Quarb. Dwi. Farobi Fazik. Vimpa Dweev. Kimba Himna Fazik. Delso. Wisset Boar. Pleva Zarp. Shuna Glaib. No. Emotionsbombe. Elisabeth findet es schwierig, ihre negativen Gefühle auf gesunde Weise zu verarbeiten. Von Gefühlen wie Wut oder Angst wird sie schnell überwältigt. Und das Ergebnis ist immer ein emotionaler Zusammenbruch. Ja, das ist durchaus sehr passend. Die dahingeschiedenen betrauern. Ja. Und sie möchte gerne 8 Stunden draußen bleiben. Okay. Nee, wobei, das Outfit kann sie ja dann anlassen, ne? Eitelkeit. Auch noch. Stimmt aber auch, ne? Aber ja auch so. Die war sehr, sehr eitel. So. Dann besuchen wir sie mal, die Mami und den Papi. Hallo. Geht ja wieder super zur Zeit. Die sind... Sind die da? Nee, das ist die neue.
Ah, Hanford und Bengley. Bengley. Da sind sie, von Hanford. Wenn sie nicht gestorben ist, dann wartet sie heute noch. Ja, juhu. Dann an die Tür klopfen. Ach, war das gar nicht die Haustür? Komm rein! Da ist die Mutti. Mitspielen. Das ist doch eine gute Idee. Wo ist denn hier? Wer ist denn das hier? Mathilde. Oh je, die ist schon so alt. Braucht auf jeden Fall eigentlich ein anderes Outfit, ne? Will das aber jetzt nicht ändern. So. Ja, ich würde sagen, für heute reicht es wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht bekommen Sie da das Kind schon mal sehen. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.